Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein bisschen verspätet. Mein Review zur Anastasia Beverly Hills Novena Volume 2 Palette. Und das ist das gute Stück hier. Die kam schon vor einiger Zeit raus. Ich habe sie auch schon eine Weile bei mir rumliegen. Ich habe sie via Beauty Bay gekauft und bin jetzt auch endlich dazu gekommen, sie zu reviewen. Falls euch interessiert, wie der Look entstanden ist, wie die Farben performen. Ihr seht, ich bin schon relativ voll geswatcht. Und was das gute Stück so kostet und kann, dann bleibt gerne dran. Erstmal ein paar Anfang. Ich blende euch hier erstmal eine Großaufnahme ein. Die Verpackung verwirrt mich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Metall oder Hartplastik ist. Ich tippe auf Hartplastik, aber ich bin mir nicht sicher. So sieht das gute Stück aus. Das kommt auch in einer Überverpackung, die ich super hübsch finde, die ziemlich genauso aussieht. Und in der Überverpackung ist nochmal so ein kleiner Infozettel. Und die Verpackung ist hier nochmal in so einem Pappkarton geschützt. Die Palette kostet, beziehungsweise mich hat sie jetzt auf Beauty Bay 57 Euro ungefähr gekostet. Es ist natürlich, oh, jetzt habe ich die schon weggelegt, mehr als im Gegensatz zu den normalen Anastasia Beverly Hills Paletten. Die kosten so ein bisschen 42 Geldeinheiten. Ich kann mir immer nicht merken, ob das Dollar oder Euro sind. Und es ist die große Schwester zu dieser hier. Die sehen sich jetzt natürlich nur nicht so maßgeblich ähnlich, aber das ist okay. Meine Schwester und ich sehen uns auch nicht maßgeblich ähnlich. Das war damals die erste Novena Palette. So sah die aus. Eine sehr schöne Palette. Ich finde es super, dass da kein Pinsel mit drin ist. Ich habe immer den Zwang, dass ich die Pinsel in den Paletten lassen muss. Manchmal sind die sogar noch eingepackt und nicht verwendet. Und dann fallen die mir immer raus, wenn ich die aufmache. Das ist doof. Deswegen, ja, bin ich froh, dass kein Pinsel drin ist. Ich denke, im Gegensatz zu den Paletten, mit dieser Plättchengröße und der Anzahl der Pens, und hier haben wir 25 Pens, beziehungsweise Farben, und natürlich sind die auch größer, ist das schon ganz in Ordnung, das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn sie gut performen. Spoiler, ich weiß ja schon, wie sie performen, aber ihr fahrt das dann am Ende vom Video. Wir haben hier verschiedene sehr glitzerige Töne, matte Töne und auch so einen Schimmerton. Nennen wir das einen normalen Schimmerton. So einen Semi-Schimmerton. Ich finde übrigens, dass keiner der Töne, der in der einen Palette war, jetzt in der anderen Palette auch drin ist. Die ist ja doch relativ alltagstauglich, während die ziemlich bunt ist, was ich super finde. Weil, ne, wenn sich dann so Farben wiederholen, braucht kein Mensch. Also außer man mag die Farbe sehr gerne, die andere ist leer, dann braucht das ein Mensch. Und jetzt skippen wir mal zum Anfang vom Schminken. Und dann erfahrt ihr auch meine Meinung und wie ich diesen Look erfahren habe. Wie ich diesen Look geschminkt habe. Ich setze jetzt erstmal mit C1, das ist einfach der Weißton in der Ecke, mein Lid. Ich dachte jetzt erst, von wegen, wahrscheinlich ist es so gemacht, dass die Reihen, die auch die jeweiligen Buchstaben haben, zueinander passen und dann einen Look ergeben. Aber hier so bei der Reihe wäre ich mir da jetzt nicht so sicher. Ich bin mir nicht sicher, es könnte sein, ich möchte euch jetzt auch nichts Falsches erzählen. Vielleicht ist das auch nicht so. Ja, ganz toll. So. Also die sehen echt schön aus. Ich hätte ja fast zu dem obersten Ton A1 tendiert, aber der ist halt schon super soft. Das Blau gefällt mir auch ziemlich gut. Und dann sind natürlich noch viele schimmernde Brauntöne dabei. Das Pink ist auch ganz schön. Ich ziehe mir jetzt meine Cut Grease und dann mache ich das so, dass ich vorne einen schimmernden Ton hinsetze und nach hinten wieder ein bisschen. Und dann einfach nochmal hier mit meinen bisschen dunkleren Farben reinblende. Für den unteren Wimpernkranz nehmen wir dann das Rot und dann Orange,
um noch so ein bisschen einen Kontrast zu haben, dass ich nicht nur mit lila Tönen gearbeitet habe. Also, ich habe mich jetzt für A1 und D2 entschieden, sprich diesen ganz super hellen Ton und das Blau. Unter den hellen Ton habe ich einfach das Weiß gegeben, damit man ein bisschen was sieht. Das war eine gute Entscheidung. Leider performen, finde ich, die Schimmerlidschatten nicht so gut wie jetzt zum Beispiel die matten Töne. Klar ist Schimmer immer so eine Sache, aber wie ihr seht, also es ist ein schönes Ergebnis, aber sie sind nicht so pow. Und das finde ich schade. Ich habe sie auch mit dem Finger aufgetragen, mit einem nassen Pinsel. Ah, so übermaßen happy bin ich nicht. Es ist schön, keine Frage, aber es könnte mehr sein. Vielleicht hätte ich mal einen der anderen Töne verwenden sollen. Also zum Beispiel hier, dieser Ton, das ist C3, der sieht wahnsinnig schön aus. Muss man mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich habe ein bisschen Vorlaut, aber es geht tatsächlich. Also das Blau vor allem. Der Rest hat jetzt nicht so schlimm gekrümmelt. Ich mache das mal weg und mache nochmal neues Puder hin. Und dann beschäftigen wir uns mit dem unteren Wimpernkranz. Und, ja. Wahrscheinlich setze ich mir gleich noch so ein Glitter-Ding hin. Und Eyeliner müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt mal hier die Töne geswatcht, die ich als so Kontrastfarben nehmen würde für meinen unteren Wimpernkranz. Was denn hier oben? Dieses Neon-Pink, das finde ich leider ziemlich geil. A5, E2, D3 und E4. E4 habe ich jetzt mal rausgeschmissen aus meiner Auswahl. Rot, Pink oder Orange. Also ich muss sagen, das Pink wird natürlich super zu meinen Haaren passen. Ne? Hier so die Kombi. Das Rot wäre natürlich auch ziemlich geil. Im Gegensatz jetzt zu dem Blau und dem Hellen. Und Orange ist auch einfach eine schöne Farbe. Ich glaube fast, ich gehe mit dem Pink und blende das ein bisschen mit dem Orange aus. Und vielleicht setze ich mir ganz hinten noch ein bisschen Rot hin. Machen wir einfach alles. So, was habe ich getan? Ich habe mir A2 als Transition Color aufgetragen und mit B1 ausgeblendet. Das hat super geklappt. Gerade A2 ist wunderschön und super pigmentiert. Ich fand es am Anfang ein bisschen fleckig auf manchen Stellen, aber es lässt sich auch wirklich gut ausblenden. Dann habe ich A3 noch hier hinten in den Bereich gegeben und B4 drüber gepackt. Von A3 sieht man jetzt nicht mehr so viel, aber ich finde, die Töne harmonieren alles super miteinander, lassen sich richtig schön ineinander blenden. Und ich finde, man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht so eine Art Einheitsbrei wird, aber super schön. Ich habe die Töne euch hier auch mal geswatcht, also ihr seht, richtig schön. Gleich stellt sich natürlich die Frage, welche Schimmerlidschatten ich mir auf mein Augenlid packe, ne? Ich swatch die mal und melde mich gleich wieder. Oh. Ich habe jetzt mal die Töne geswatcht, die für den unteren Wimpern ganz in Frage kommen. Und zwar sind das hier das Pink A5. Ups, hier unten ist Orange E2, das Rot D3 und die Farbe E4. So. Das habe ich gleich mal wieder rausgeschmissen jetzt für den Look. Aber die anderen drei Farben finde ich alle ziemlich cool. Das Pink will zum Beispiel super jetzt hier zu meiner Farbkombi in den Haaren passen. Aber Rot und ist auch immer ganz cool. Ich denke, ich gehe mal in A5, blende es ein bisschen mit E2 aus und gebe vielleicht hinten noch ein bisschen D3 rein. Ich meine, was soll der Geist? Entschuldigung, können wir bitte über diese Farbe reden? Ist die nicht übertrieben krass? Heftig. Also Leute, das Pink, das Orange und das Rot gefallen mir extrem gut. Richtig schön, richtig kräftig, lässt sich aber auch trotzdem super ausblenden. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich mache mich mal jetzt schnell fertig und dann fasse ich noch mal kurz meine Gedanken für euch zusammen. Ich würde sagen, wenn ein Arm so aussieht, war es ein erfolgreiches Video. Das ist jetzt der Look,
wie ich ihn auch tragen würde. Ich muss gestehen, meine Wimpern sind ein bisschen schlecht sauber gemacht und sitzen deswegen nicht so tutti. Vielleicht würde ich tatsächlich noch zu einem Eyeliner tendieren, wenn ich jetzt damit, weiß ich nicht, Party machen wollen gehen würde, was ich nicht will, aber ihr wisst, was ich meine. Ich möchte nur kurz meine finalen Gedanken zu der Norvina Volume 2 Palette mitteilen. Das Layout verwirrt mich. Ist das Plastik oder ist das Metall? Ich bin verwirrt. Das Spiegel ist natürlich super, ne? Der ist riesig. Die Lidschatten sind im Schnitt alle sehr pudrig und haben auch ein bisschen Kickback. Fallout fand ich ging voll. Gerade für so bunte Töne. Normalerweise bin ich immer darauf vorbereitet, mit so bunten Paletten zu arbeiten, dass es Fallout gibt. Die matten Töne haben mich super überzeugt. Ich finde die richtig schön. Also ich habe jetzt quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Die zwei kann man, glaube ich, ein bisschen ausklammern. Aber sagen wir mal 6,5 matte Lidschatten verwendet und ich fand die alle gut. Die lassen sich schön ausblenden. Die sind manchmal beim Erstauftrag ein bisschen fleckig. Einfach blenden, stapeln, schichten. Das gibt's sich. Ich habe diese zwei Töne hier. Oh, den habe ich auch noch verwendet, nicht vergessen. Die zwei Töne hier verwendet. Den habe ich mir jetzt ein ganz bisschen in den Innenwinkel noch gegeben. Den sieht man aber fast gar nicht. Also ist nur wieder Schimmer hängen geblieben. Wie gesagt, von denen bin ich jetzt nicht so überzeugt. Also ich habe welche, die funktionieren besser. Klar, ich habe auch welche, die funktionieren schlechter. Ich würde sagen, das ist gute Durchschnittsqualität. Joa. Gibt es noch was zu sagen? Ich denke nicht. Wie gesagt, fast 60 Euro ist natürlich ein Wort. Vor allem, wenn man dann bedenkt, da könnte man sich auch eine Jeffree Star Palette für holen mit vielen Tönen. Ich denke, das ist dann einfach ein bisschen Abwägungssache. Ich finde, im Vergleich zu den normalen Anastasia Beverly Hills Paletten ist es auf jeden Fall okay, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich freue mich auf mehr Looks. Ich muss sagen, dieses Senfgelb machen wir noch ein bisschen schaffen, wie ich das irgendwann irgendwie mal verwurschteln soll. Aber wie gesagt, hier diese Rottöne und natürlich alles, was irgendwie lila ist. Ist voll meins. Ich hoffe natürlich, der Look gefällt euch, das Video gefällt euch. Und lasst mich doch mal gerne wissen, ob euch so eine Palette von Anastasia Beverly Hills auch gefällt oder ob ihr hier diese Standardpaletten lieber, habt, diese normalen, die so ein bisschen kleiner sind und ihre 42 Dollar, Euro, irgendwie so Geldeinheit kosten. Lasst mich gerne mal wissen und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!